so. Oh, bei mir geht immer noch nicht. Komm, es ging ja aber. Geht bei dir nicht. SO. Ging das bei dir mal? Nö. Noch nie? Nö. Komisch. Guck mal, bei mir war ja auch so eine Probleme, ne? Mittlerweile geht's ohne Probleme immer. Ja, aber es muss bestimmt irgendwo eingestellt werden. Und wir haben es aber noch nicht eingestellt. Müssen wir mal gucken. Da waren also so noch ein paar Sachen, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Eigentlich. Weiß ich nicht. Es fehlt nur noch. Sounds sind alle da, ne? Oder Chatbot, falls du willst, irgendeinen noch. Hä? Chatbot, falls du noch irgendeinen anderen willst. Das ist ja viele Spielereien, ne? Ich meine, so Textnachrichten kannst du auch über Stream Elements automatisch einblenden. Ich kann aber was sagen, wie ist denn da? Du kannst auch was sagen, ja. Hä? Ja, gut. So. Stell dir vor, ich würde das immer alles sagen. Gut, ob das heißt durch. Ja, aber bringen die Textbotschaften was? Ja, die. Deine Werbung für einen Merch-Shop, okay, sehe ich noch ein. Für MMO sehe ich auch noch ein. Da brauchst du aber nichts großartig zu sagen. Das genau. Dann einfach durch. Der Rest ist eigentlich alles im Winkelliste. Ja, der Rest ist für den Zweitkanal. Ja. Zweitkanal, Homepage. Und Werbung, falls halt irgendwelche anderen Spiele mal sind. Ja. Ja. Das, ne? Ja, und YouTube. Ja, eigentlich. Oh oh. Alles ist aber verlinkt unten unter bei dir. Ja, aber da gehen halt auch mal wenig drauf. Guck mal, viele fragen immer, was wird denn heute gespielt, obwohl es unten runter steht, ne? Kein Mensch auf diesen Links im Chat. Also auf, ich kann ja sehen, wie viele Aufrufe die Links haben. Also auf der Homepage sind es über 2000. Und am Tag. Nein, insgesamt. Am Tag. Und MMOGA siehst du ja auch, im MMOGA sind im Monat ca. 100 Aufrufe. Okay. Aber ich glaube meistens 5 Spiele pro Monat. Ja. Das ist, was vollkommen in Ordnung ist. Alter, hier ist schon eine Ameise. Ich raste aus. Es ist 9 Uhr, Mann. Gut, das ist eine. Die schnipse ich mal kurz weg. Küssi, vielleicht eine Prinzessin. Ja, super. Hier kommt noch eine, ne? Dann holt sie ihre Brüder und dann. Also, wenn es mehrere Prinzessinnen sind, würde ich auch nicht nee sagen. Und die Brüder, die können draußen Garten machen. Ey, für morgen weiß ich nicht, muss ich irgendwie, keine Ahnung. Wenn ich morgen Video schneide, kann ich nicht um 9 Uhr oder um 10 Uhr auf ein Video schneiden. Dann mach doch mal die Tür zu und leg irgendwas unten vor, ey. Ja, ich muss doch mal ein Handtuch oder. Ich stelle da einfach nur Nachtlicht rein oder so, vielleicht reicht das ja. Gut, morgen habe ich ja die Scheinwerfer nicht an. Ja, oder stell einfach da Nachtlicht rein. Oder du gehst wirklich dieses Insektenspray holen, was für die Wohnung ist. Es ist nämlich ungiftig für Menschen. Ja. Ja gut, für morgen könnte ich uns ein Spray besorgen, ja. Oder ich mach hier mal eine Decke vor der Tür da drüben. Ja, irgendwas reicht ja schon. Eigentlich reicht es ja aus, wenn du im Türrahmen einfach eine Folie reinspannst. Ja. Okay. Ja, stimmt. Hier Maler, Abdeckfolie. Ja, reicht aus, ne? Ja. Sollte man Auflieger reparieren, ja. 50% kaputt. Flieger kannst du nicht reparieren. Also, Truck technisch. Ja, wenn es deiner. Was? Ja, ist mein Truck. Also, ja, Auflieger, wenn es meiner ist, nur. Ja. Truck kannst du nur in der Werkstatt reparieren. Naja, hier ist einer, aber da bin ich schon dran vorbei. Naja, noch geht's. Ich bin gerade rausgefahren und mir ist ein anderer LKW mit 50 voll reingeballert in die Seite. Deswegen muss man ja auch gucken. Also wohl nicht links und rechts, ich gucke da. Ja, das brauche ich nicht mehr. Guten Abend zusammen, guten Abend, Handkantenparty.
Empathie. Oh, jetzt geht die scheiß Karre ständig nicht aus. Ja klar, ist ja auch kaputt. Ich hast jetzt nicht die Störer, ne? Ja, ja. Vorne geht's, mal gucken. Ja gut, das sind die 160 Meilen, das geht. Ist ja geil, wenn du so Explosionsstoffe hast, so, dass die auch in die Luft fliegen können, wenn du Unfall baust. Ist ja geil. Sowas geht dann bestimmt mit Mods. Ja, mit Sicherheit. Es steht da irgendwo so Zeitungsartikel, Kopf und Turm hat Arizona verseucht mit Chemie. Ja, und ist geschwommen. Ja. Muss nur einen Charakter anfangen. Von null. Alter Falter. Handgun-Party, wie geht's dir alles gut bei dir? Handkante? Ja, weil er auch mal Handkante macht. Achso. Ich glaube, da heißt es anders. Achso, nee. Ja, wie letztes Mal mit Apo. Was, Apo? Naja. Ist auch schon krass, ne? Kurz jetzt so 3-4 Wochen vor dem Festival, was in der Gruppe los ist, ne? Ja. Alter. Nur in den Stoßzeiten, wenn einer Scheiß schreibt. Ja, ja. Ich fliege da einfach nur mein Mensch ärgere dich nicht rein und das artet komplett aus, ey. Mann. Von Personen, die gar nicht da sind. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Von Personen, die überhaupt nicht kommen, ey. Ja. Okay, ist ja nur eine. Soweit ist alles gut. Bin nur etwas erledigt vom Tag. Wie geht's dir so? Mir geht's hervorragend eigentlich. Ich bin nur ein bisschen müde. Morgen. Wir haben ein bisschen noch mehr erledigt, ja. Morgen bist du noch mehr erledigt, ja. Morgen bist du richtig erledigt. Morgen wird's richtig hot. Ich streame morgen nicht. Geh auf OF, darum wird's morgen hot. Oh, Shiny ist auch noch da. Shiny pennt noch gar nicht. Was ist denn los? Was? Shiny pennt noch nicht. Es ist Freitag. Ja, Shiny, es ist Freitag. Nee, heute noch nicht. Okay. Bis 20 Uhr gestern schon. Oha. Hallo Yveguard. Grüß dich. Ja, leider dementsprechend war wow, auch meine Nacht. 20 Uhr könnte ich, da würde ich. Das würde meinem Körper wahrscheinlich mal gut tun, aber. Ja. Weiß ich nicht. Aber man macht es auch jeden Tag nicht. Ja. Weil es bringt auch nichts, wenn du es einmal machst. Der Körper sagt, ja, leck mich. Bei der Bank gewesen, gibt die Frau bei der Bank mir, fragt sie wegen Seifenblasen. Wegen Lidern. Ich sage, ja, kann er nicht. Sie sagt, naja, aber er kann sie doch denn sehen. Ich sage, ja, kann ich sie gucken. Und dann hat die mich ausgefragt die ganze Zeit. Und normalerweise sagen die Menschen immer, wenn ich zu viel frage, müssen sie natürlich nicht, ne, wenn es persönlich ist. Nö, die komplett raus, wie aus der Pistole. Immer gefragt, gefragt. 10 Minuten lang. Und ich immer schon einen Schritt nach vorne gegangen, um weiterzugehen. Und sie immer wieder eine Frage gestellt. Boah, Shiny hat Zahnschmerzen. Spielstation aufsuchen. Alles super, endlich Wochenende. Geil, sehr geil. Super geiles Wochenende. Was habt ihr denn geplant am Wochenende? Steht irgendwas an?
Jetzt habe ich mein Fahrzeug gewogen, musste 300 Euro zahlen, weil mein Fahrzeug stark beschädigt ist. Stopp. Und gehe jetzt zu Fuß weiter. Das kann Herr Hilmer nicht aufhalten. Hatte ich gestern nicht mehr was passiert. Da setze ich mich gestern hin als Hilmer. Und es war gar nicht Hilmer an der Reihe. Ich saß hier einfach mal komplett falsch als Hilmer gestern. Hat er sich hier reingeschmuggelt. Ja. Bis ich, das ist richtig. Bis es denn einmal aufgefallen ist, dass eigentlich der Recyclinghof dran war. Habe ich mich umgezogen. Oh nee. Jawohl. Ein Herr Hilmer kann auch einfach alles. Ein Macher. Er kann auch auf Schrottrohre arbeiten. Gerade einen geraucht, ey. Hat einen geraucht. Die Zeit denkt sich nichts, wenn ein LKW einfach neben der Fahrbahn überholt. Nö, einfach über den Schotter drüber. Ich warte da nicht, bis die da abhauen, ey. Da gibt ja hier auch so richtig RP, ne? Wo die das so ganz genau nehmen, haben sie einen Boss, der den Leuten die Aufträge sagt und. Der musste hier auch richtig seine Show abziehen, ne? Dann hast du einen Bug und dann musst du trotzdem durch. Ich muss einmal da sitzen stehen bleiben. Ich mit Hilmer. Charlie, was steht denn bei dir am Wochenende an? Das ist geil, ist geplant. Hier Funktion. Nix. Hab ja auch gar keinen Bock drauf, ne? Zu viel Stress. Überleben. Charlie macht erstmal Survival in der L. Erstmal ein paar Aggregate reparieren, ne? Ja. BB. Morgen wären 34 Grad, da bin ich froh drin zu sein. Hm. Und ich muss morgen Balkon abflexen. Terrasse. Ja, ne, Balkongitter. Ja, die Balkonumrandung abflexen. Und mein Bruder seinen Balkon macht. Also der Zaun kommt neu und der Belag kommt neu. Wird Zeit, weil bei meinen Eltern unten im Wohnzimmer kommt das Holzbrett runter. Weil da Risse drin sind in der Decke. Und das kommt von der Terrasse. Bin mal AFK mit dem Hund draußen. Jawohl. Oh.